Heute möchte ich mit dir über das Thema Sucht sprechen. Das Video wird auch sehr kurz sein, eine kleine Inspiration für dich, um vielleicht einen Weg zu finden, aus der Sucht auszusteigen. Und Sucht, damit meine ich Nägel kauen, shoppen gehen, rauchen, trinken, Netflixen, essen. Also all das, was überhand nimmt in deinem Alltag, wo du merkst, dass du nicht mehr die Kontrolle darüber hast. Und viele, die dann in so eine Sucht reinfallen, merken gar nicht, dass sie süchtig sind, sind aber in einer Scham-Schuldschleife, wo sie sich selbst jedes Mal die Schuld dafür geben, dass sie es nicht hinbekommen, zum Beispiel weniger Netflix zu schauen oder nicht zu rauchen oder mit dem Trinken aufzuhören. Auch gerade das Trinken, Alkohol, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich mich gerade aktuell mit diesem Thema beschäftige, da mir eine Frau geschrieben hat, die, ich glaube, 3 Kinder hat, die unglücklich in ihrer Ehe ist. Der Mann ist nur am Wochenende da. Ich will gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Ich hatte in der Insta-Story darüber gesprochen und habe ihre Nachricht mit ihrem Einverständnis gepostet, ihren Namen natürlich rausgenommen. Und für sie ist das so belastend, was sie gerade durchmacht in der Ehe, dass sie dann abends heimlich trinkt. Und das sind dann Süchte, wo man abrutscht und sich selbst dann ständig die Schuld gibt und sich schämt und Angst hat und den ganzen Tag damit rumläuft, mit der Angst, dass andere das mitbekommen könnten. Du kannst dir aber folgende Fragen stellen. Also bevor du dich fragst, warum tue ich mir das an, frage dich, wo hilft es mir? Weil es betäubt, es gibt, kann Kontrolle geben, es kann dich ablenken, es kann dich entspannen, es lenkt dich von deinen emotionalen Problemen ab. Die Sucht an sich ist nicht das Problem, sie löst das Problem, worunter du gerade leidest. Und oft ist es so eine starke emotionale Anspannung, die wir nicht bemerken, dass man dann versucht, sich irgendwie anders, diese Anspannung irgendwie anders abzubauen. Es kann ein Verlust sein, es kann ein Schmerz sein, es kann sein, dass du irgendwo die Kontrolle in deinem Leben verloren hast. Du kannst dich fragen, warum habe ich so ein großes oder so einen großen emotionalen Schmerz? Was ist mir passiert? Warum lebe ich unter so einem Druck? Warum habe ich so viel Stress? Und es dir erstmal nur anschauen. Und das ist, natürlich weiß jeder schon sein Problem, nicht jeder, aber die meisten. Aber schau dir mal das Problem ganz genau an und hab Mitgefühl für dich, dass du gerade in dieser Situation bist und keine Lösung siehst. Und schau mal, dass du, wenn du herausfindest, was das Problem ist, was wirklich der Druck ist. Oft ist es der Druck innerlich, dass man sich selbst die Schuld gibt, warum man da nicht rauskommt. Warum man es nicht hätte besser machen können oder was auch immer. Finde heraus, was es bei dir ist. Schau mal ganz genau hin. Und in der Regel ist es oft ein Thema, das dann älter ist, als das, was du gerade erlebst. Es sind die ersten 7 Jahre der Kindheit, wo irgendwo irgendetwas nicht verarbeitet wurde. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und da geht es darum, diese Emotionen zu integrieren. So, ich sage das jetzt hier in einem Video, sollte man so vielleicht nicht verbreiten, weil es viele einfach nicht können und dann noch mehr traumatisiert werden, weil sie es versuchen und es nicht können und sich die Schuld geben, warum sie es nicht können und sich nochmal retraumatisieren. Also lass dich gerne begleiten. Und wenn du meinst, okay, ich kriege das alleine hin, schau dir das Gefühl an und spürst du es? Wo spürst du es? Viele spüren es im Hals, die spüren dann so einen Druck, so eine Enge, so. Die halten es nicht mehr aus und lenken sich dann sofort wieder mit der nächsten Zigarette ab oder mit dem nächsten Glas Alkohol. Und das ist in Ordnung, weil dein System gibt sein Bestes, um zu überleben. Dein Körpersystem gibt sein Bestes, um mit so etwas klarzukommen, damit du nicht leidest. Und du gibst dir dann Schuldgefühle, weil du rauchst oder trinkst oder was auch immer du machst. Also hab mehr Mitgefühl mit dir und erkenne, dass du unter irgendetwas leidest, wo du gerade nicht rauskommst. Und schau, ob du Hilfe findest, dass dir irgendjemand dabei hilft, da rauszukommen, jemanden, dem du vertraust, der dich nicht noch mehr verletzt. Es gibt tatsächlich Therapeuten, die ihre Klienten ja nicht fertig machen, aber es ist schon fast wie Mobbing. Was ich auch mitbekommen habe, wenn man Instagram-Nachrichten, dass es dann Leute gibt, die sagen, ja, selber schuld, warum lässt es mit dir machen? Also, oder eine Frau, die hatte Probleme mit ihrem Mann und war am Überlegen, ob die sich trennt. Und dann meinte die Therapeutin, ja, wollen sie es ihren Kindern antun, dass die da ohne Vater aufwachsen? Ja, geh doch mal erstmal auf ihr Problem ein. Hör doch mal das Problem dieses Menschen an. Und deswegen sind doch so viele von uns traumatisiert, weil im Außen keiner da ist, der das annimmt und versteht. Und das ist der Spiegel des Narzissmus in unserer westlichen Welt. Dass dein Schmerz nicht anerkannt wird, klein gemacht wird. Und du dann weiterhin leidest, weil du denkst, okay, da muss ich aber anscheinend leiden. Da musst du nicht.
Und wisst ihr, alleine, dass du jemanden findest, der sich deinen Schmerz anhört, ohne dich zu verurteilen und dich akzeptiert mit deinem Schmerz und den nicht verleugnet, das ist schon ein großes Stück Heilung, zu sehen, da ist jemand, der das akzeptiert, dass ich gerade darunter leide und der mir nicht irgendwelche dummen Tipps gibt und der mir nicht irgendwie versucht, das Gefühl zu geben, dass ich was falsch mache oder dass ich was besser machen soll, sondern es wird einfach nur angenommen, dass da der Schmerz ist und dass dieser Schmerz vielleicht auf die eine oder andere Weise von dir betäubt wird. Das heißt nicht, dass es in Ordnung ist, es heißt einfach nur, es ist gerade so. Wir nehmen das an und schauen, ob es irgendwie einen Weg gibt daraus. Vielleicht findet man gemeinsam einen Weg. Ich wünsche dir, dass du einen Weg daraus findest und ja, wenn du möchtest, dass ich dich begleite, schreib mir gerne eine Nachricht. Unten ist meine Webseite, da findest du alle weiteren Informationen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.